junkfoodtaster.com. Das ist Uncle Sam Energy Drink. Actually it's also with recovery. So ein kleiner Rückfall ins Englisch gerade eben. Also das ist jetzt aus der Reihe halt exotische Energy Drinks. Das Zeug gibt es im Teddy, vermutlich auch nur dort. Ich glaube, das gucken wir uns auf dem Stand an. Ja, also Uncle Sam ist ja wohl so eine Werbefigur der Armee oder war oder keine Ahnung. Symbol für Amerika. Jetzt unbedingt passend ist, ein Energy Drink Uncle Sam zu nennen. Ja. Es gibt ja noch Uncle Ben's, das ist aber, glaube ich, was anderes. Okay. Also. Oh, es ist ganz schön heiß heute. Wie heiß ist es in eurem Zimmer? Also bei mir ist es 26 Grad. Das finde ich etwas heiß. Okay, ihr könnt das nicht mehr, also wenn ihr jetzt meine Frage beantworten wollt, könnt ihr das nur noch auf der Facebook-Wall machen. Ja, weil ich musste die Kommentare sperren. Okay, also das Zeug basiert auf Molke. 50% Molke. Muss ja nicht schlecht sein, dann Taurin 0,03. Oh, was haben wir noch so? Koffein ist immer noch wichtig. Koffein, okay, also Koffein hat das jetzt hier oben. 30 Milligramm. Also in Anführungsstrichen normal ist 32. Oh, das ist wahrscheinlich so eine Art Schwellwert, den das haben darf. Oh, jetzt wollen wir mal diesen trinken. Ne? Fingernagel nicht da. Das habe ich auf Englisch. Das ist eine der letzten Sachen, die ich auf Englisch gesagt habe. Ich will natürlich immer hübsche Fingerchen haben. Ja, ich finde Fingernägel auch selber eklig, so ein bisschen. Deshalb schneide ich mir die immer und dann beim Öffnen wird es dann schwierig. Okay. Also die Farbe finde ich schon mal sehr ansprechend. So, was sieht man selten? Okay. Sprudelt ganz ordentlich. Ja, es ist ja gerade die Umfrage, ne, wegen dem Rülpsen. Was ist besser, Rülpsen oder Aufstoßen? Interessantes Zeug. Schmeckt aber irgendwie fast nach Garmisch. Ne? Das schmeckt irgendwie. Also. Das schmeckt wie ein Wasser, in dem man eine Brausetablette reingeschmissen hat. Ja. Und jetzt habe ich natürlich wieder die Lässt. So, das ist so ein Produkt, wo dann das Rating echt lästig ist. Ich habe die lästige Pflicht, das jetzt zu raten. Bei sowas habe ich immer den Verdacht, dass Salz drin ist. Ich weiß auch nicht warum. Ach, jetzt habe ich meinen Stand hier weggebaut. Check nochmal die Liste hier, ob die hier Salz reingebombt haben. Ja, so, aber sagt nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe das nicht gelesen. Und ich habe auf hier, ich kann das jetzt leider nicht zoomen, hier Salz.
Also ich hab einmal einen Drink, der Salz drin hatte, in Wind gegeben. Im Nachhinein war das einer der größten Fehler, weil Salz in dem Getränk geht überhaupt gar nicht. Das finde ich schrecklich. Also das finde ich dann, das soll ja erfrischend sein. Und wenn man Salz, sozusagen, das ist wie das Distraction, ne? Das ist total verstörend, einen Salzgeschmack in einem Getränk zu haben, finde ich. Das ist jetzt hier sehr gering, aber das, wer wirklich aufmerksam das trinkt, der merkt das. Und ich hasse das mittlerweile, dafür gebe ich einen Fail. Ja. Gut. Ach, wegen den Rülpsen. Also, was ich sagen wollte, ist Hopfenkohlensäure drin. Jetzt muss ich schon wieder. Und man muss halt entweder Hand vorhalten und möglichst verlegen oder einfach rauslassen. So. Ja, mal sehen, wie die Umfrage so ausgeht. Die meisten sind ja jetzt mittlerweile für Rülpsen. Okay. Und wenn ihr kommentieren wollt, wie gesagt, einfach in die Facebook-Wall was reinschreiben. Ja. Okay, Dankeschön.